Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unsere Finanzen heute am 19. August 2017? Worauf sollen wir achten? Wir brauchen noch ein gewissen Gleichgewicht. Das bedeutet, außer Pflichten, außer Zahlungen und außer Sparsamkeit gibt es auch etwas anderes im Leben. Wir sollen Geld ausgeben für etwas, was unserem Herz berührt. Bitte kein Schuldgefühl, weil das führt zum Schulden. Wir brauchen auch dafür nicht entschuldigen und kein schlechtes Gewissen haben, sondern die Gedanken pflegen, das Geld kehrt auch zurück. Wichtig ist, dass wir dort das Geld ausgeben, was uns wirklich begeistert, also keine sinnlosen Sachen zu kaufen. Wenn wir Geldforderungen haben anderen gegenüber, das kommt noch nicht und das führt zu Ärger. Kann auch passieren, dass andere haben Geldforderungen uns gegenüber und das ist nicht der richtige Augenblick zum Verhandeln. Ämter wie Finanzamt, Steuerberater, Banken, Versicherungen ist nicht der richtige Augenblick, einen Termin auszumachen, weil das führt auch zu Missverständnissen und das ist vieles noch undeutlich und unklar. Im Augenblick ein Vertrag unterschreiben führt zum Verlust. Bitte Geduld noch und ein späterer Zeitpunkt eignet sich besser dafür. Und das war mein heutigen Finanzenergie. Wenn jemand wissen möchte, wie trifft das in eigenen Leben, wo sollte man investieren, vor allem wann sollte man investieren oder wie könnte man die Finanzen verbessern, welche Tage eignet sich dafür oder was sollte man beachten, das kann man natürlich maßgeschnitten anfertigen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.